Die Geschichte der misslungenen Unifizierung/Vereinheitlichung E-Serie, der Panzer der Wehrmacht, ist also ein sehr breit diskutiertes Thema bei den Liebhabern der Panzerwaffe. Außer den überschweren E-100 und Panzerkampfwagen Maus, mittlere Panzer und Jagdpanzer E-10 und E-25. Es gibt widersprüchliche und ein bisschen abrissige Infos über die. Doch die allgemeinen Daten sind bekannt für die Projekte dieser Maschinen, inklusive ihre mögliche Bewaffnung. Die Basis der Panzerwaffe 46, zumindest in den Köpfen der Liebhaber des alternativen Panzerbaus, sollte der mittlere Panzer I-50 werden und der schwere I-75. Mit diesen Panzern ist die Situation sehr viel mehr durcheinander, da diese Projektarbeiten zu diesen Panzern bereits im frühen Stadium eingestellt wurden, ist eine gute Hälfte der Infos über diese Panzer zum Großteil Mystifikationen. Wir versuchen uns da mal durchzukrempeln durch diese Infos. Was ist in der Information über I-50 und I-75 Wahrheit und was ist eine Faktentäuschung? Die sechste Abteilung des Waffenamtes der Wehrmacht und Heinrich Kniepkamp persönlich haben schon in der zweiten Hälfte der 30er Jahre versucht, eine einheitliche Plattform für zwei Panzertypen zu erschaffen. Als Grund dafür war die etwas seltsame Situation, als die Entwicklung vom Großtraktor und Leichttraktor zu entsprechend einem Panzer der Unterstützung BW und einem mittleren Panzer ZW führte. Ungeachtet dessen, dass die Aufgaben für die Panzer verschieden beschrieben waren, waren ihre technischen Daten sehr nah beieinander. Anfang 1937 gab es also eine gesunde Idee, in der Herstellung einen von den beiden ähnlichen Fahrwerken zu lassen. Perspektivenreicher sah das Modell ZW 38 aus, in der Erschaffung dessen der Kniepkamp eine unmittelbare Teilnahme hatte. Diese Maschine, im Unterschied zu den Vorgängern, den Panzerkampfwagen 3, Modifikationen Ausführung B bis D, sollte eine Drehstabfederung bekommen, die bereits erfolgreich auf dem schwedischen Panzer Landsberg L60 erprobt worden war. Nach dem Gedanken von Kniepkamp sollte ein Unterstützungspanzer erschaffen werden, indem man den Turm BW vom Panzerkampfwagen 4 auf das Fahrwerk 4 der Serie ZW montiert. Bereits im Juni 1937 haben die Militärskonzern Krupp informiert, dass die zweite Serie BW, Panzerkampfwagen 4 Ausführung B, wird die letzte sein für den Panzerkampfwagen 4. Doch die Pläne und die Realität unterscheiden sich sehr oft voneinander. Die Arbeiten zum ZW 38 verzögerten sich. Die erste Maschine kam im Frühjahr 1938 zu den Tests und als Ergebnis hatte Erich Wohlfahrt, der führende Ingenieur von Krupp, konnte die weitere Herstellung des Panzerkampfwagens 4 durchsetzen. Die Idee, auf einem Fahrwerk den mittleren Panzer und Unterstützungspanzer zu bauen, so wie es die Engländer gemacht haben mit dem Medium Tank Mark I und Mark II und auch mit weiteren Panzern im Weiteren, diese Idee fiel durch. Der nächste Versuch, eine allgemeine Panzerplattform zu erschaffen, wurde durch die Deutschen 5 Jahre später gestartet. Im April 1942 hatte das Konstruktionsbüro Henschel die Arbeit über so einen Panzer angefangen, der anfangs bekannt war als VK 4502H. Im Laufe der Entwicklung hat man entschieden, die Geräte von ihm zu vereinheitlichen mit dem mittleren Panzer VK 3002 MA1, also dem Panther. Im November 1942 das Projekt VK 4502 wurde transformiert zu VK 4503H. Am 17. Februar 1943 hatte der Reichsminister der Bewaffnung, Albert Speer, die Idee der Vereinheitlichung gutgeheißen. Die Idee zum VK 4503H und auch den Perspektiven mittleren Panzer Panther II. Diesmal hatte die angedachte Vereinheitlichung einen etwas anderen Charakter getragen als den Versuch, auf einem Fahrwerk BW und ZW Panzer zu bauen. Für einen schweren Panzer wurde geplant, das Fahrwerk mit 9 Fahrrollen zu benutzen und für den mittleren mit 7. Dementsprechend hatte der Tiger III
eine längere Wanne. Gemeinsam hatten die Panzer nur Motoren, Getriebe, Kühlsysteme und Fahrrollen. Haben die Arbeiten am Panther 2 sich etwas verzögert, aber der VK-4503H wurde wieder transformiert in den VK-4502H. Der Panzer, der früher unter dem gleichen Index entwickelt wurde, hatte er fast gar kein Verhältnis. Letztendlich der VK-4502H in Dienst gestellt als Panzerkampfwagen Tiger Ausführung W oder Tiger 2 oder Königstiger. Was den Panther 2 betrifft, hier gab es nichts aus seinem Versuchsfahrwerk. Als Grund war die Überlastung von M1 durch die Wiederherstellung des Panthers. Eine Rolle spielte auch, dass das Fahrwerk von diesem Serienpanzer verwendet wurde für die Herstellung des Jagdpanthers. Bereits im Mai 1942 hatte Knipkamp mit dem Gedanken gespielt, eine neue Variante eines universellen Panzerfahrwerks zu entwickeln. Die Rede war nicht über die Unifizierung, Vereinheitlichung der Aggregate, sondern über die Idee eines einzigen Fahrwerks für mittleren und schweren Panzer. Doch ernsthaft war diese Idee nicht aufgenommen, weil momentan die Entwicklung in Arbeit war, Tiger 3, Panther 2. Dabei noch eine Entwicklung zu starten, noch ein Projekt, wo man nicht wusste, ob und wann das fertig wird, wollte niemand machen. Also Knipkamp musste warten bis Frühjahr 1943, als klar wurde, dass die Programm der Unifizierung von Tiger 3 Panther 2 langsam in die Sackgasse gelaufen ist. Der Beginn der Arbeiten, einheitliche Fahrwerk, gingen ein paar interessante Ereignisse hervor. Waren die Projekte VK-4502H und 4503H nicht die einzigen Programme der Entwicklung des schweren deutschen Panzers neuer Generation. Bereits Anfang 1942 hatte Firma Porsche KG die Entwicklung eines Projektes, eines schweren Panzers angefangen, der mehr die Bezeichnung Typ 180 und VK-4502P bekam. Wie auch bei der Maschine des Konkurrenz von Henschel waren die Panzerplatten von diesem Panzer unter guten Neigungswinkel angeordnet. Was technische Innereien betrifft, so blieb Porsche sich treu. Den Geschmack von Knipkamp, der ein Befürworter der frontalen Anordnung von Getriebe, Benzinmotoren und Drehstabfederung war, hatte die Mannschaft von Porsche nicht geteilt. Die Elemente der Aufhängung des Typs 180, wie bei den Vorgängern, waren nach außen verlegt. Antriebsräder des Panzers waren hinten. Ernsthafte Probleme bei der Porsche-Maschine gab es mit dem Motor. Dieselmotoren mit Luftkühlung waren nicht serienreif. Das Elektrogetriebe war für die Besteller auch ein Neuland. Auch zum Stadium des Prototyps hat es der Typ 180 nicht geschafft. Dafür ein Turm, den die Ingenieure von Krupp projektierten für diesen Panzer. Der wurde an die ersten 50 Panzerkampfwagen Tiger Ausführung B vererbt. Auf dem Bild sehen wir das Fahrwerk von einem E50. Bei einer Gefechtsmasse des Panzers von 50 Tonnen blieb für den Turm und für die Bewaffnung etwas weniger als 10 Tonnen. Es schien, die Konzeption Knipkampes hatte gesiegt und Panzerkampfwagen Panther und Panzerkampfwagen Tiger Ausführung B wurden im Rahmen der traditionellen deutschen Konzeption erschaffen, die in der Zwischenkriegszeit bei der englischen Zugmaschine Carden Lloyd ausgeliehen wurde. Startet im April 1943 durch den Knipkamp selber, Programm Entwicklung der E-Serie, sollte von diesem Schema deutlich abweichen. Und sogar mehr, wenn man den Motor mit Luftkühlung und das Elektrogetriebe oder den Elektroantrieb erstmal außer Acht lässt, dann sieht man, dass der Hauptentwickler der Panzertechnik der 6. Waffenamtabteilung hatte die Ideen bei seinem Konkurrenten ausgeliehen, bei Porsche halt. Gemeinsam hatten alle Maschinen der E-Serie die Entscheidung des Heraustragens der Fahrwerkelemente, also Aufhängung, Federung quasi, nach außen. Warum wird es nach außen getragen? Weil wenn ich praktisch die Federung innen habe, dann muss ich meinen Panzer um die Federung bauen. Es vergrößert das Volumen für die Panzerung, ja. Also die Wand wird länger, die gepanzerte Wand, und somit wird das Gesamte schwerer. Wenn ich die Federung außen lasse, dann kann ich meine Wand etwas schneller machen und somit spare ich Gewicht. Und überhaupt war die Aufhängung dieser Maschinen alles andere, nur nicht Drehstabfederung. Noch eine Besonderheit der E-Serie war der Versatz des Getriebes nach hinten. Der einzige Perspektivenpanzer, der das Getriebe vorne hatte, war der überschwere E100. Aber er hatte einen wichtigen Grund dazu. Faktisch war der E100 eine Reinkarnation, also Wiedergeburt, eines älteren Tiger-Maus-Projektes auf einer Federaufhängung.
Also keine Drehstabfederung, sondern hatte Federn. Auf dem Bild zwei Varianten vom E75 und es wurde die Adler-Variante ausgewählt oben. Gründe für die Übertragung des Getriebes nach hinten gab es mehrere. Die Nutzung der Komponierung des Schema Cadden Lloyd wurde ab einem bestimmten Moment zu einem Kopfschmerzen aus Sicht der Wartung. Das ist natürlich einfach, wenn das Getriebe hinten ist, beim Motor, weil da machst du Motorklappe auf, kannst den Motor oder Getriebe rausnehmen, kein Problem. So, man kann nur den deutschen Wartungsarbeitern etwas Mitleid schenken in der Situation, wenn sie beim Tiger zum Beispiel das Getriebe austauschen mussten. Um es aus dem Panzer herauszuziehen, musste man für den Anfang eine gute Hälfte der inneren Ausstattung herausnehmen. Mit der Berücksichtigung der Turmmasse war diese Aufgabe nicht sehr einfach. Beim Panzerkampfwagen Panther und Panzerkampfwagen Tiger Ausführung B war der Prozess der Demontage nicht so schwer, weil man einen Teil an der Wanne abnehmen konnte in dem Montagebereich. Aber die Arbeit war trotzdem nicht einfach. Die Montage des Getriebes und Motors bei den sowjetischen Panzern und schweren, mittleren und schweren Panzern der Sowjets sah das praktisch wie eine einfache Sache aus. Besonders betrifft das T-34 und IS-2. Noch ein deutlicher Vorteil der sowjetischen Panzer war, dass im Falle der Beschädigung durch eine Granate oder Mine des vorne befindlichen Spannrades konnte man die Kette zeitweise auf die verbliebene Fahrrolle aufziehen. Also praktisch, man schiebt die Kette an der Spannrolle vorbei. Die höchste Rolle vorne war bei den Sowjets Spannrolle. Bei den deutschen Panzern war das die Antriebsrolle. Und so, die Mine explodiert ja vorne, wenn man drauf fährt. Also man fährt, die Mine explodiert. Als erstes geht die Antriebsrolle, die vordere Rolle kaputt. Bei den Sowjets war es immer die Spannrolle. Also nahm man die Kette und zog sie praktisch hier rum an der Spannrolle vorbei. Man musste dann vorsichtig fahren, aber man konnte dann fahren. Und wenn die Antriebsrolle kaputt ist, dann fährst du nirgendwo hin. Also als Ergebnis hat dieser Panzer teilweise seine Beweglichkeit bewahrt. Auf den deutschen Panzern mit dem frontal angeordneten Antriebsrad klappte so eine Nummer nicht. So, auf dem Bild oben, ähnlich der Konstruktion von Porsche, war die Aufhängung E50, E75 komplett aus der Wanne herausgetragen. Außer dem überschweren E100 hatte die Serie E einen leichten Panzer E10 beinhaltet, den man als Nachfolgemodell vom Jagdpanzer 38T, euch bekannt als Hetzer, verwenden wollte. Mittlerer Jagdpanzer E25, der den Jagdpanzer 4 austauschen sollte, mit einem vereinheitlichten Fahrwerk. Auf dem letzten plante man auch den mittleren Panzer E50 und den schweren Panzer E75 zu erschaffen. Im Falle mit dem E100 hatte man unmittelbar Krupp und Henschel beauftragt und für das Fahrwerk war die Firma Adlerwerke verantwortlich. Über das Projekt E10 waren auch Ingenieure von Klöckner, Humboldt, Deutz AG und Magirus drüber. Den Jagdpanzer E25 hat die Firma Argus Motorengesellschaft betreut. Was den E75 und E50 betrifft, war hier die Situation sehr brenzlig. Am häufigsten werden die Entwickler von deren Adlerwerke genannt, aber das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Wie im Falle mit E100 war die Firma aus Frankfurt am Main nur mit dem Fahrwerk beschäftigt. Die Informationen über das einheitliche Chassis, Fahrwerk, tragen einen sehr zerrissenen Charakter und sind dabei der Gegenstand vielerlei Spekulationen und Fantasien. Anstatt der Drehstäbe hatte die Aufhängung von Adler Federn benutzt. Noch ein wenig bekannter Fakt ist, dass das Duo E50-E75 nicht die einzige Alternative für den Panzerkampfwagen Panther und Panzerkampfwagen Tiger Ausführung B waren. Im April 1944 hat der Vereinigte Apparatebau AG, Konstruktionsbüro des Konzerns Rheinmetall-Borsig AG, ihre eigene Variante der Aufhängung vorgeschlagen. Diese stellte eine Modifikation der Konstruktion von Alexei Surin dar, die auf den Tanketten AH4, das ist die Tankette, und leichter Panzer Pracher TNH, zeige ich einmal, quasi, und noch eine weitere Reihe der Maschinen von Firma CKD. Der Unterschied der tschechischen Aufhängung bestand darin,
dass hier gepaarte Fahrrollen mit einem Versatz, also im Schachtelformat, verwendet wurden. Also dabei, also das neue Fahrwerk, das in Perspektive geplant war, zu den bestehenden Panther und Tiger II Fahrwerken, bestand der Unterschied in dem Abstand zwischen diesen sogenannten Wagen oder Tracks, wo praktisch die beiden Rollen dann verbunden waren. Die letzte Aktivität in diesem Thema wurde fixiert in Dokumenten Juli 1944. Das ist ein Schema der Kinematik des Perspektivenfahrwerks von Adlerwerke. Also oben links quasi seht ihr das Schema, die Fahrrollen, dann diese Federn, horizontale Anordnung. Und hier verschiedene, also Beschreibung für die Feder hauptsächlich, das sind Tellerfedern. Tellerfeder ist quasi eine Scheibe, die gewölbt ist. Ja. Und dann werden praktisch zwei Scheiben aneinander gedrückt und dann entsteht so ein Federungseffekt. Ja. Die werden praktisch immer mit dem Gesicht zueinander gelegt. Dann. Und dann die nächste Scheibe ist dann hier und dann wieder so ein Zack. Und dadurch entsteht der Federungseffekt. Ist sehr gut für sehr schwere Massen und deswegen haben sie es auch wahrscheinlich verwendet. Die Idee der Ingenieure der Adlerwerke mit Karl Jenschek als der Leiter war etwas anders. Die Konstruktion ihrer Aufhängung war näher zu der, das bereits bei den Panzern der Porsche-Entwicklung verwendet wurde. Der Unterschied bestand in dem, dass die Konstrukteure von Porsche Federungselement Drehstäbe verwendeten und Adlerwerke nutzten Federn. Welche Variante der Aufhängung nach den Worten von Jenschke bei MAN erprobt wurde und gab gute Ergebnisse. Der größte Teil der Forscher kopiert irgendwelche Zeichnungen, die Jenschke im Frühjahr 1945 gemacht hat, als er bei den Amerikanern in der Gefangenschaft war. Und dort zeichnete er einzelstehende Fahrrollen. Doch aus Sicht der Massenverteilung war eine solche Entscheidung sehr zweifelhaft. Bei Porsche und Vereinigte Apparatenbau AG waren die Fahrrollen gedoppelt. Am wahrscheinlichsten waren die doppelten Fahrrollen mit der Aufhängung E50, E75. Also entsprechend der Konzeption E50 und E75 sollten praktisch gleiche Wannen haben, die sich nur durch die Panzerungsdicke unterschieden. Es gab keine konkreten Daten zu dieser Dicke. Also man weiß nicht, wie dick die Panzerung vom E50 oder E75 wäre. Die Zahlen in den Namen der Panzer bedeuten eine Gewichtsklasse, da die Kampfmasse vom I-75 eineinhalb Mal größer war, war die Anzahl seiner Fahrrollen in dem Fahrwerk bis auf 4 pro Seite erhöht. In dem durch Amerikaner erhaltenen Informationen war die Rede davon, dass die Festigkeitsreserve des Fahrwerks für den I-75 es erlaubte, bis zu 80 Tonnen Gewichtsklasse auf dem Fahrwerk zu tragen. Diese Information gab noch einen zusätzlichen Anlass für Spekulationen. Welche Selbstfallerfäden auf der Basis E50 und E75 haben die Deutschen nur nicht entwickelt? Es ist aber wert, solche Hobbyprojekteure etwas einzugrenzen, ein bisschen abzubremsen. Die Festigkeitsreserve oder die praktischen Arbeiten in Bezug auf seine Forschung und Seriebau, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Was eine Selbstfallerfette mit einer 149 mm Kanone mit der Kaliberlänge 52, die manchmal erwähnt wird in diesem Kontext, denn dann muss man dazu sagen, ihre reale Erwähnung in den Dokumenten wird mit 1941 datiert und gehört zu einem komplett anderen Projekt, VK 7001. Also sprich, es gab keine Projekte für 150 mm Selbstfallerfetten auf Basis von E50, E75. Das ist Maybach HL295, einer der Nachfahren des Motors für den E50, E75. Außer der Konstruktion vom Fahrwerk war vom E50 und 75 bekannt Außenmasse des Motors. Als Motor sollte man ein V12 Maybach HL234 verwenden. Die Basis für ihn war der Maybach HL230. Dabei betrug die Leistung des HL234 900 PS bei 3000 Umdrehungen pro Minute. Zu Zielen der höheren
der höheren Zuverlässigkeit des Motors sollte die Drehzahl oder die Leistung auch auf 850 PS begrenzbar sein. Ich muss dazu sagen, das war, glaube ich, dasselbe Problem beim Panther, dass der nominal 700 PS leistete, der Motor, aber man hat ihn auf 650 PS begrenzt, weil er sonst zu schnell gefahren ist. Er erreichte so 50 km/h und dabei überhitzte aber der Motor, deswegen hat man auf 650 PS gedrosselt. Als besonderes Merkmal des HL234 war die Benutzung der unmittelbaren Einspritzung, Direkteinspritzung, okay. Außerdem dachte man an eine Verwendung eines Kompressors, das die Leistung bis auf 1000 PS steigern könnte. Als alternative Kraftpaket sollte der Dieselmotor Maybach HL234R verwendet werden, aber es gibt keine Information zu diesem. Es wurde angenommen, dass der Motor mit dem hydraulischen 8-Gang-Getriebe verbunden sein wird, mit einem Preselector, das ist so ein Vorwähler quasi. Praktisch, wenn du einen zweiten Gang einlegst, legt das Getriebe schon mal einen dritten ein und dann, wenn du schaltest praktisch um, ist es dann, ich weiß nicht, ob es dann selektive Schaltung sein wird oder sequentielle oder wie das heißt. In Verbindung mit dem 2-Radien-Mechanismus der Steuerung sollte das erfolgen. 2 Radien, das heißt, es gab ein größeres und ein kleineres Winderadius und der Rest quasi über die Geschwindigkeit regelbar, wie stark der Panzer dann wendet. Im Bericht zum Maybach HL234 wurde die Bezeichnung dieses Kraftpaketes erwähnt, OG40-1216B. Besonderheit des Getriebes für den E50, E75 war, dass Getriebe, Lenkmechanismus und Seitenreduktoren als ein einheitlicher Block ausgeführt werden sollte. Das erlaubte, bis zu einer Tonne Masse zu sparen und um ein Viertel die Montagezeit des Panzers zu sparen. Entsprechend den Berechnungen sollte Maximalgeschwindigkeit für den E50 ca. 60 km/h betragen und E75 40 km/h. Wenn mit dem Fahrwerk und mit dem Kraftpaket alles klar war und teilweise schon mit der Wanne E50 und E75 gibt es eine bestimmte Klarheit, so gibt es zu der Bewaffnung praktisch gar keine Information und das gab den Liebhabern der alternativen Geschichte ein breites Feld für verschiedene Spekulationen. Aber wenn man die zugänglichen Informationen in Betracht zieht und ebenfalls allgemeine Tendenzen der Entwicklung des deutschen Panzerbaus der damaligen Jahre, da stellt sich raus, dass ein großer Teil solcher Fantasien sehr wenig mit der Realität zu tun hat. Das ist praktisch eine der langen Kanonen, die mit der E-Serie verheiratet wird, oft von den Spekulanten. Man sieht also Rohrgewicht 5300 Kilogramm, 8,8 cm Pack, L130, das heißt 130 Kaliberlängen sollte die Kanone sein. Also ihr könnt jetzt ausrechnen, 8,8 cm mal 130, wie lang wird das sein? In Zentimetern. Schmalturm auf den E50 sollte nicht verbaut werden, das ist eine reine Fantasie. Dieser Schmalturm wurde anfangs nur für den Panther 2 entwickelt. Und als stark veränderte Variante sollte sie auch auf den Panzerkampfwagen Panther Ausführung F verbaut werden. Solch eine Enttäuschung wird auch die erwarten, die auf den E75 den Tiger 2 Turm verbauen. Weder den einen noch den anderen Turm sollte man bei E50 oder E75 verwenden. Entsprechende Informationen, die die amerikanische Aufklärung bekommen konnte, hat der Konzern Krupp einen extra Turm für diese Panzer entwickelt. Ähnlich der Wanne sollten die Türme identisch aussehen, äußerlich identisch, und voneinander nur durch Panzerungsdicke sich unterscheiden und durch Bewaffnung. Mehr Informationen gibt es nicht zu diesem einheitlichen Turm. Es war nur bekannt, dass der Turm elektrisch angetrieben werden sollte. So, im Bild haben wir eine der letzten langen Arme. Wie auch bei dem vorgängigen Kanone gab es keine in Metall. Das ist eine 10,5 cm L100 Kanone. L100 heißt 100 Kaliberlängen, also 10,5 wären also 1050 cm. 10,50 Meter.
Bezüglich der Bewaffnung soll man noch ansprechen, dass die britische Aufklärung, die oft an Informationen in sehr verzerrtem Ausmaß kam, ein Mythos geboren hat, dass die Deutschen eine überlange überlange Kanonen entwickeln. Ein typisches Beispiel dafür ist eine mythische Waffe, die als 7,5 cm KWK L100 bekannt ist. Ebenfalls gibt es Erwähnungen über eine 88 mm Kanone mit der Kaliberlänge 100 Kaliber. Zu diesen überlangen Kanonen gibt es gleich drei Nachrichten. Eine schlechte und zwei gute. Wir fangen mit der guten an. Die Nachforschung der Dokumente im Bundesarchiv hatte ein Vorhandensein überlanger Kanonen nachgewiesen mit einer Kaliberlänge von 130 Kalibern. Dabei enden die guten Nachrichten. Diese Kanonen werden auf den Zeichnungen als PAK bezeichnet. Also PAK ist Panzerabwehrkanone. Und Kanone, die auf dem Panzer verbaut wird, heißt KWK, Kampfwagenkanone. Das heißt, sie sind Panzerabwehrkanone. Noch bedeutender ist, dass diese Projekte irgendwann mal erschienen sind, werden mit Anfang 1943 datiert, aber die hauptsächliche Aktivität zum I-50 und I-75 wurde Ende 1944 fixiert. Dazu gibt es noch die 105 mm Kanone mit einer Kaliberlänge 100 Kalibern, die von den Ingenieuren von Krupp entwickelt wurde. Aber diese wurde auch nicht als Panzerkanone angedacht. Anders gesagt, diese Großschlangen zu den zukünftigen Panzern der E-Serie haben sie keinen Bezug. Also eine Variante der Montage des Turmes Schmalturm mit der 88 mm Kanone KWK 43 L71. Auf der Zeichnung ist das nicht so offensichtlich wie auf der Werkszeichnung. Sieht man sehr gut, dass der Kommandant auf dem Ladeteil oder inneren Teil der Kanone sitzt. Also sprich, diese Variante ist unrealistisch gewesen. Sogar wenn man annimmt, dass die E-50 und E-75 diesen Turm, den erwähnten Turm bekommen hätte, so hätten die deutschen Panzerfahrer nichts zum Freuen, denn im November 1944 hat das Konzern Krupp eine Variante der Montage von 88 mm Kanone L71 in den Schmalturm entwickelt. Die Kanone passte in den Turm rein, doch dabei blieb da drin nicht besonders viel Platz. Der Durchmesser des Turmkranzes sollte 1650 mm betragen und die Kanone an sich, entsprechend der Werkszeichnung, passte kaum da rein. Dabei saß der Kommandant eben auf dem Verschluss. Es blieb die Frage zu der Bequemlichkeit beim Laden, ohne davon zu sprechen, dass die längere Kanone auf dem Turm wahrscheinlich ein Gegengewicht forderte. Im Großen und Ganzen hatte Krupp etwas erschaffen, das ähnlich der Kunst der Zentralen Artilleriekonstruktionsbüro in der Sowjetunion entspricht, unter der Leitung von Graben. Die haben es geschafft, eine 100 mm LB1 in den staatlichen Turm des T-34-85 einzubauen. Als Ergebnis bei den Versuchen mit dem Schmalturm, mit der L-71-Kanone, gab es gleichen. Die Kanone passte rein, man konnte im Prinzip auch schießen, aber die Mannschaft hatte es sehr unbequem. Aber die Arbeit ging nicht über das Papier hinaus. Die Meinungen der deutschen und sowjetischen Militärs zu den Experimenten waren auch ähnlich. Die waren natürlich nicht begeistert. Im Bild haben wir eine Zeichnung zu der Montage in dem Tiger II Turm einer 105 mm Kanone KWK L68. Minus 8 Grad Richtwinkel nach unten, wie man sieht, plus 15 nach oben. Für normale Arbeit war bei diesem Schema eine geteilte Granate notwendig, damit man die Granate und die Kartusche separat laden musste. Und ein zweiter Ladeschütze. Und beide Punkte waren für die Deutschen unangemessen. Noch schlechter war die Situation mit der neuen Bewaffnung für den Turm Tiger II. Im November 1944 hatte das Krupp-Konzern ein Projekt vorbereitet zur Montage der 105 mm Kanone KWK L68 in diesen Turm. Wie im Falle mit der Panther passte die Kanone zwar rein, aber einzelne Granate des Kalibers 105 passte nicht mehr in den Turm. Die einzige Möglichkeit, diese Kanone reinzustopfen, wäre die Einführung der geteilten Granate. So konnte man im Turm Heck 20 Schuss reinbringen, aber die Schussrate
der Kanone bei geteilter Ladung war natürlich geringer. Auch dieses Problem konnte man aber lösen durch die Einführung eines zweiten Ladeschützen. In der 6. Abteilung des Waffenamtes hatte man darüber nachgedacht, ob man das in Metall mal anfertigen möchte, aber die Idee wurde verworfen. Eine solche Bewaffnung konnte vielleicht normal funktionieren, nur in einer alternativen Geschichtsschreibung oder in Computerspielen. Der größte Irrtum vieler sogenannter Experten der deutschen Panzertechnik ist die Meinung, dass die Deutschen große Hoffnungen in E-50 und E-75 setzten. In der Wirklichkeit war Anfang 1945 den Deutschen nicht nach E-Mobilen zumute. Die Entwicklung der einheitlichen Fahrwerke zu dieser Zeit war auf einem sehr frühen Stadium, dass gar keine Rede davon war, dass diese irgendwann mal in Serie läuft. Entsprechenden Plänen der deutschen Kommandierung zu der Produktion der Hauptpanzerwaffe blieb Panzerkampfanzug Ausführung B und Panther Ausführung G. Der letztere sollte in der Zukunft gegen den Panther Ausführung F ausgetauscht werden. Faktisch waren die deutschen Konstrukteure der Panzerwaffe stecken geblieben in 1943, als sie ihre Panzer versuchten serienreif zu machen, die langsam das Wettrennen um die Vorherrschaft mit der Technologie verloren. Wenn man sich vorstellt, dass der Krieg in Europa noch andauern würde nach dem 9. Mai 1945 und die E-50, E-75 irgendwann mal zu den Streitkräften kommen würden, würde nichts Gutes auf die deutschen Maschinen warten. Besonders gilt das in Bezug auf die Ostfront. Im besten Falle würde ein Treffen auf den T-44 und IS-3 auf sie warten. Und wenn man die Perspektiven sowjetischen Modelle anschaut, die zukünftigen, dann wird das Bild total traurig für die deutschen Panzer. Bereits im Januar 1945 ging in Versuchsstadium das erste Versuchsmodell des mittleren Panzers T-54, der für die 8,8 cm Pak 43 frontal nicht zum Durchschlagen war. Im Frühjahr 1945 wurde entschieden, anstatt IS-3 in die Serie einen noch besser geschützten IS-4 produziert. Und das ohne der Beachtung des Objektes 257. Bei der Bewahrung einer entsprechend nicht sehr großen Masse waren die sowjetischen Panzerbauer einen großen Sprung nach vorne gemacht, was den Panzerschutz der Panzer betrifft. Ihre Kollegen aus Großbritannien und USA haben in dieser Hinsicht etwas Nachsehen gehabt, aber auch sie zogen sehr schnell nach. Unbedingt sollte man in Betracht ziehen, dass während der Kriegsperiode keine Mittel gescheut wurden für neue Projekte. Genauso würden im Falle des Andauerns des Krieges in Europa die neuen englischen und amerikanischen Panzer viel früher kommen, als es in Realität geschehen ist. Mit einem Wort, im Falle des Andauerns des Krieges nach 1945 wäre der E-50 und E-75 nicht zu den Wunderwaffen geworden. Und sie würden auch mindestens nicht besser, wahrscheinlich sogar schlechter als ihre Gegner aussehen. Noch ein Beweis, dass die deutschen Panzerbauer eine Sackgasse entgegengekommen sind, ist die Geschichte des französischen Panzers AMX 45. Diese Maschine, die später sich in AMX M4 verwandelt hatte, hatte einen unmittelbaren oder sogar einen direkten Bezug zu der E-Serie und IS-4 war schon serienreif 45. Also der Franzose hatte nicht das Fahrwerk mit den Wagenbefestigung, von paarweise Befestigung von Fahrrollen, aber den Motor Maybach 295 war quasi ein direkter Verwandter von dem HL 234. Sehr ähnlich waren die Wannen aufgebaut mit der E-Serie. Und mehr als das, in der Arbeit zu diesem Panzer nahmen auch die deutschen Ingenieure teil. Und letztendlich liefen diese Arbeiten in eine Sackgasse. Interessant ist, dass bei der Erschaffung von diesem Panzer sogar die Leistungsstärke des Motors von 1000 auf 850 PS gesenkt werden musste. Die Deutschen selbst Anfang 50er Jahre gingen aber einen anderen Weg ein. Das neue Projekt der deutschen mittleren Panzer sah sehr viel bescheidener als der schwere E-50 aus. Ein Panzer mit einer Gefechtsmasse im Bereich von 30 Tonnen hatte Torsions, also Drehstabfederung, Mannschaft mit 4 Mann und eine bescheidene, sogar nach den Maßstäben des Zweiten Weltkriegs, Panzerung. Also Leopard 1 hatte ja nur 60 mm Panzerung oder 70 sogar maximal. Insgesamt war das Konzept von dieser Maschine eher nicht einem deutschen, sondern amerikanischen ähnlich. Dabei waren die Abmaße von diesem Panzer sogar eher an die sowjetischen dran, dem T-54 und T-10.
aber ja, in diesem, aus diesem Konzept herausgekommene 37 Tonnen Standardpanzer, wo ich besser bekannt als Leopard 1, war durch die gleichen Firmen erschaffen worden, die auch an dem Perspektivenpanzer der Deutschen im Zweiten Weltkrieg gearbeitet haben. So, Freunde, das war ein Artikel von Juri Paschalok, ein Militärhistoriker. Juri Paschalok bedankt sich beim Alexander Volgin für die Hilfe mit den Materialien, die bei der Erschaffung von diesem Artikel verwendet wurden. Literatur und Quellen. Materialien von NARA, also National Archive and Records Administration, Materialien des BAMA, also Bundesarchiv, Panzertracks Nummer 201, Paper Panzers, Panzerkampfwagen, Sturmgeschütz und Jagdpanzer von Thomas L. Jens, Hilary Doyle, Panzertracks 2001. Special Panzer Variants, Development, Production, Operations, Walter J. Spielberger, Hilary Doyle, Schiffer Publishing.